für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Immobilienfirmen und Finanzhäuser haben längst herausgefunden, wie man jetzt auch noch den Studierenden das Geld aus der Tasche ziehen kann. Studentischer Wohnraum wurde als Anlageobjekt entdeckt. Der Immobiliendienstleister Servils zum Beispiel wirbt folgendermaßen um Kunden. Ich zitiere: In den nächsten Jahren wird die Zahl der Studierenden deutlich ansteigen. Da die öffentlichen Wohnheimplätze bereits heute knapp sind, dürfte sich die Situation weiter verschärfen. Hier ergibt sich enormes Potenzial für private Investoren. Zitat Ende. Die privaten Investoren verlangen aber Mieten von 400 Euro und mehr für ein kleines Zimmer. Für die meisten Studierenden ist das völlig unbezahlbar, und es ist schlicht eine Unverschämtheit. In München standen auf der Suche nach finanzierbaren Alternativen über 750 Studierende Schlange, als das Studentenwerk gerade mal im Herbst 150 Wohnheimplätze verloste. Studierende werden in Turnhallen oder in Containern untergebracht. Tausende nehmen in Kauf, jeden Tag mehrere Stunden zu ihren Unis zu pendeln. Die, die einen Studienplatz in ihrer Heimatstadt bekommen haben, bleiben gleich bei den Eltern wohnen und dürfen sich dann darüber freuen, dass ihr neuer Lebensabschnitt im alten Kinderzimmer beginnt. Für die Wohnungsnot und die explodierenden Wohnkosten gibt es allerdings politische Gründe. Erstens: Die Mieten steigen vor allem in städtischen Wohngebieten und an Hochschulstandorten, weil die besonders von dem Umstrukturierungsprozess betroffen sind, der als Gentrifizierung bekannt ist. Für Renditeaussichten von eben den privaten Investoren werden Preise in die Höhe getrieben. Menschen, die sich das nicht leisten können, werden aus den Wohnvierteln vertrieben. Die Innenstädten werden zu Konsummeilen für die obere Preisklasse. Zweitens. Studierende haben im Monat durchschnittlich 830 Euro zur Verfügung, 20% von ihnen weniger als 600 Euro. Die Miete ist mittlerweile der mit Abstand größte Kostenpunkt. Fast die Hälfte geben die Studierenden für die Miete aus. Und für die meisten von ihnen geht das schlicht an die Existenz. Und ein Grund ist die sinkende öffentliche Förderung von studentischem Wohnraum. 1991 gab es bundesweit noch 246.000 Plätze in Studentenwohnheimen. 2011, also 20 Jahre später, gibt es 20.000 Plätze weniger, obwohl die Studierendenzahl im selben Zeitraum um 34% gewachsen ist. Und in Bremen bekommen dann auf diese Art und Weise jetzt nicht mal mehr 7% der Studierenden einen Wohnheimplatz. Und was macht die Bundesregierung? Nichts. Nicht eine einzige Maßnahme aus dem Bildungsministerium. Der runde Tisch studentisches Wohnen von Minister Ramsauer blieb ergebnislos. Bei den aktuellen Nachverhandlungen zum Hochschulpakt spielte die soziale Infrastruktur keine Rolle. Und die Bundesregierung schiebt natürlich alles auf die Länder. Aber der Bund ist in der Verantwortung. Kollegin Grohlke, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen? Ja, gerne. Eine Bemerkung. Nein, eine Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Natürlich ist es schlimm, wie das in München und in Bremen ist. Aber könnten Sie sich vorstellen, unter der Überschrift studentisches Wohnen am Schluss Ihrer Rede noch ein flammendes Plädoyer für die hervorragenden Universitäten in Ostdeutschland oder speziell auch im Standort Leipzig zu halten? Ich habe das Gefühl, dass Sie das Thema der Veranstaltung gerade nicht ganz verstanden haben, weil wir reden gerade nicht über die Hochschulen, sondern wir reden sozusagen über studentischen Wohnraum. Und natürlich ist es bekannt, dass das sozusagen an verschiedenen Hochschulstandorten unterschiedlich ausschaut. Aber wir reden doch hier über die Verantwortung des Bundes. Und in der Verantwortung des Bundes liegt es ja auch, gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum manche Studierenden 400 Euro Miete und mehr zahlen sollen und andere nicht. Was hat das mit Fairness zum Beispiel beim BAföG zu tun? Ja, die Bundesregierung schiebt genau alles auf die Länder. Man könnte auch in dem Fall sagen, schiebt alles auf die Hochschulen. Aber der Bund ist eben auch in der Verantwortung, eine soziale Infrastruktur zu schaffen, die es allen ermöglicht, ein Studium aufzunehmen. Und wenn die Koalition jetzt einwendet, dass das nicht geht, dann muss man eben die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Kippen Sie endlich das Kooperationsverbot. Ohne die sozialen Voraussetzungen entscheidet am Ende der Geldbeutel und nicht die Neigung oder die Interessen darüber, ob man sich ein Studium an der LMU in München oder an der HU in Berlin oder an der TU Darmstadt überhaupt leisten kann. Und das zu verändern, das wäre Aufgabe der Bundesregierung.
Die Linke fordert eine Offensive im sozialen Wohnungsbau und eine soziale Mietrechtsreform. Wir wollen die Mieten deckeln. Die Kommunen müssen das Recht bekommen, Höchstmieten festzulegen, um den Preisanstieg zu stoppen. Der Verkauf öffentlicher Wohnungen muss gestoppt und die Rekommunalisierung bereits verkaufter Bestände unterstützt werden. Und die Linke will eine Wohnungsoffensive für Studierende. Mit einem Bund-Länder-Programm müssen neue Wohnheimsplätze finanziert werden. In den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften muss bezahlbarer Wohnraum für Studierende geschaffen werden. Und wir brauchen natürlich eine BAföG-Reform. Der Fördersatz für Wohnkosten muss erhöht werden und dynamisch an die durchschnittliche Mietsteigerungsrate angepasst werden. Ein Kollegin Kohlke, ich unterbreche Sie ungern, aber Sie müssen jetzt einen Punkt setzen. Genau, ich komme zu meinem letzten Satz. Die Bundesregierung muss endlich begreifen, es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen und nicht eins auf Spekulation und Mietwucher. Und wenn man keinen bezahlten Wohnraum schafft, darf man sich nicht wundern, wenn die Menschen ihn sich irgendwann einfach nehmen. Und dazu muss man dann wohl auch den Studierenden raten. Vielen Dank. Ja.